Heute sprechen wir darüber, wann ihr am besten euer PlayStation Plus Abonnement verlängern solltet, um so wenig Geld wie nur möglich dafür auszugeben. Viel Spaß! Zunächst einmal sollte natürlich gesagt sein, dass es praktisch keinen perfekten Zeitpunkt gibt, um das PlayStation Plus Abonnement zu verlängern. Wenn es nämlich abgelaufen ist und ihr wirklich den Luxus von PlayStation Plus genießen wollt, sprich ihr wollt mit euren Freunden zocken können, ihr wollt die Gratisspiele jeden Monat haben oder ihr wollt auch einfach auf die Gratisspiele von den letzten Monaten zugreifen, welche ihr euch bereits runtergeladen habt, dann braucht ihr einfach das PlayStation Plus Abo und müsst natürlich verlängern, sobald es abgelaufen ist. Allerdings gibt es da auch den ein oder anderen Weg drumherum, den ihr gehen könnt, um zumindest mal etwas Geld zu sparen. Zunächst einmal, klar, ihr kennt die ganzen Gutscheinkarten für 1 Monat, 3 Monate und 12 Monate. Die sind zum normalen Preis recht teuer. Wenn ihr da Geld sparen wollt, holt ihr euch einfach die 12-Monats-Karte, dann zahlt ihr etwa 5 Euro im Monat, während ihr bei einem Monat knapp 9 Euro für den Monat zahlt. Und bei 3 Monate zahlt ihr etwa 8,30 Euro pro Monat. Das Ganze könnt ihr also durch die 12-Monats-Karte entspannt runterschrauben auf die 5 Euro im Monat, was ja im Großen und Ganzen gar nicht mehr so teuer ist. Wollt ihr jetzt natürlich ganz geschickt sein und sogar diesen Preis noch ein bisschen runterhauen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, schaut auf Amazon und anderen Key-Anbietern nach guten Angeboten, denn ganz, ganz häufig werden dort Angebote gemacht, wo der Preis sehr, sehr stark runtergesetzt wird, weshalb ihr dann am Ende vielleicht nur noch 30 oder 40 Euro für das ganze Jahr PlayStation Plus bezahlt. Und das Schöne an diesen Gutscheinkarten ist natürlich, ihr bekommt einen Gutscheincode, den ihr ja einlösen könnt, wann und wie ihr wollt. Das heißt also, seht ihr das nächste Mal bei irgendeinem Anbieter einen Preis von 40 Euro oder vielleicht sogar weniger, dann schlagt einfach zu, holt euch das 12-Monats-Abo für PlayStation Plus und den Gutscheincode, den könnt ihr ja dann einfach verwenden, sobald euer PlayStation Plus abgelaufen ist. Jetzt stellt sich der ein oder andere vielleicht die Frage, yo, aber was mache ich denn, wenn das PlayStation Plus-Abo nicht abgelaufen ist und ich mittlerweile gar kein Interesse mehr daran habe, jetzt habe ich ja einen Gutschein zu viel. Das ist meistens gar kein Problem, weil sind wir mal ehrlich, so ein 12-Monats-Abo, die meisten zahlen wirklich ihre 59,99 dafür. Solltet ihr also gar keine Verwendung mehr für den Key haben, dann könnt ihr immer noch als Notlösung den Key auf eBay oder ähnlichen Anbietern anbieten und dann seid ihr das Ding genauso schnell wieder los, wie ihr es gekriegt habt. Und ganz ehrlich, teilweise macht ihr da sogar noch den ein oder anderen Euro Gewinn. Ist natürlich nicht ganz so beliebt, dieses Vorgehen, aber sollte auch tatsächlich nur als Notlösung dienen, falls ihr dann wirklich kein Interesse mehr daran habt, euer PlayStation Plus Abonnement zu verlängern.